Weil dann könnten wir dich auch umschulen und sagen, du holst jetzt erstmal ein bisschen Lehm aus dem Boden. Ich glaube, das machen wir jetzt auch mal. Oh, Mampf wird langsam weniger, da sollten wir ein Auge drauf haben. Hauptsache geht futtern, anstatt mal was von A nach B zu packen. Na gut, ich überlege gerade, aus dir könnten wir doch... wollen wir aus dir einen Bauarbeiter machen? Verstaut? Machen wir erstmal, dann kannst du ja zum Beispiel schon mal eine Straße bauen. Dann machst du dich wenigstens nützlich. Und erstmal wieder hinlegen, ganz wichtig. Einen Schlag gemacht, sofort pennen. Ja, es geht wieder bergauf und wieder bergunter, weil wieder jemand gemampft hat. Wie weit bist du denn mit dem Beruf? Wo bist du überhaupt? Da bist du. 40%. Okay, da musst du noch ein bisschen ran, mein Lieber. Das wäre sehr nett. Gibt schon wieder auf die Fresse da unten. Du darfst gerne auf einen draufhauen, wenn du möchtest. So, guck. One-Shot. Natürlich nicht One-Shot, weil die ganze Zeit draufballern, aber für dich ist es ein One-Shot. Du kannst ja schön das Ego aufpolieren und sagen, hey, hey, ich bin da draufgegangen und hab die mit einem Schlag platt gemacht. Einfach, weil du ein kleiner Schwätzer bist. Haben wir nicht mal einen Bauarbeiter, der hier was fertig bauen wollte oder so? War dem nicht so? Oder irre ich da? Oder liegt er hier und pennt? Natürlich pennt er. Gut, das ist natürlich der Nachteil, wenn die keinen Wohnplatz haben, dann schlafen die sich, glaube ich, nicht aus. Die schlafen immer nur kurz, so viel wie notwendig. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Weil dann sollten wir mal schauen, wie viel Obdachlose wir haben. Dann sollten wir entsprechend da mal zeitnah entsprechend mehr Häuser bauen. Du stehst davor, ich hab dich jetzt gar nicht gesehen. So, Bui ist nun erwachsen. Du wirst dann einmal Fischer, damit wir auch sicher gehen, dass wir genug Mampf haben. Armut ist nun erwachsen, sehr gut. Dann... was machen wir aus dir? Dann machen wir aus dir erstmal einen Träger. Lässt sich ja perspektivisch eh doch alles ändern. Ich muss gerade überlegen, wie ich weiter vorgehen will. Ich meine, ich war jetzt so die ganze Zeit drauf erpicht, Kaserne und auch Soldaten ausbilden, aber brauche ich das überhaupt? Ich meine, ich muss ja nur da unten die mit Bier beliefern, dann kämpfen die ja, glaube ich, für mich. Wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe, dann ist die Mission ja auch gewonnen. Ich brauche ja nicht zwangsläufig Soldaten. Das heißt, ich sollte jetzt weniger vielleicht auf die Ausbildung gehen und dafür einfach mal eine Brauerei hier hinsetzen, beziehungsweise...
Ja, doch, komm, setzen wir dich da unten hin. Wird eh noch ein bisschen dauern, bis du fertig bist. Unser Larry hier baut hier noch ein paar Straßen. Erst wenn die stehen, wird er sich wahrscheinlich um dich kümmern. Und dafür wird er noch viele Male schlafen. Warte mal, was brauchen wir denn nochmal fürs Wohnzelt? Da, genau. Stimmt, fürs Zweifamilienhaus. Da wollte ich eigentlich hin. Oh, wir können danach, sobald wir den Lebenssammler als Beruf haben, können wir das Dreifamilienhaus direkt bauen, weil wir schon den Werkzeugschreiner haben. Sehr schön. Dann werde ich direkt drei Familienhäuser bauen. Damit alle auch ein Dach über dem Kopf haben. Oh, hier sind die Rohstoffe ausgegangen, dem Fischerzelt. Das ist natürlich nicht gut und genau das, was ich befürchtet habe. Ja. Ja, schau du mal zum Farmer um. Du, Snorri, wirst mal Bauarbeiter. Dann hilfst du schnell mit und wir bauen nochmal eine Pilzsammlerhütte. Da wir hier so viele Pilze im Wald haben. Wir müssen auch irgendwie mit dem Mampf nach. Oh, ja, der steigt sowas von nach oben. Sehr schön. Aber da wir uns jetzt die Fischer einnahmen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, da uns die Fischerträge jetzt wegbrechen, könnte schwierig werden. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Oh, du kannst trainiert werden. Sehr schön. Ah, da legt aber schon einer schnell los. Wunderbar. Ich finde es irgendwie lustig, dass er bei der Pilzsammlerhütte sofort loslegt und hier bei den Straßen nicht mithilft, weil das immer noch der Stola macht. Weil der Stola, der muss, glaube ich, schon von da oben die einzelnen Steine holen. Wir haben, glaube ich, keine mehr. Kann das? Ja. Yep. Das ist nicht gut. Wie schaut es bei dir aus? Hast du endlich den Beruf erlernt? Ah, sehr schön. Und da ist Platz fürs Dreifamilienhaus. Nummer 3. Bauen wir das mal direkt. Brauchen wir noch fertig Steine? Jo. Ah, dann sollte ich mal langsam aber sicher über. Wo ist es? Bin ich blind? Da. Steinmetzzelt. Würde ich jetzt erstmal da hinten machen. So, du hast ein Level up. Wunderbar. Dann kriegst du natürlich auch deinen wohlverdienten Talentpunkt. Wir behalten den Mampf im Auge. Ja, 67 ist in Ordnung. Haben erstmal genug auf Tasche. Nur aus gegebenem Anlass, ihr wisst es. Ich habe es ja letztes Mal verkackt, als ich das Level angefangen habe. Na, müssen wir einfach ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu hart expandieren. So, die Pilzsammlerhütte steht schon. Das ist ja sehr schick. Könntest du doch Pilzesammler werden? Ja. Gibt es da eigentlich einen Nachfolgeberuf? Nee, ne? Ach du Ide, warte mal, was war das denn nochmal? Tempelstätte. Ach so, Öl aus Pilzen dient als Brennmittel für das heilige Feuer, welches in den Schalen vor den Wohnzelten und Wohnhäusern der Wikinger entfacht werden kann. Aha. Ich weiß. Bedürfnisse Nahrung, Schlaf und Moment. Das deckt das Bedürfnis nach Nahrung? Echt jetzt? Okay. Vielleicht muss ich mich damit nochmal ein bisschen auseinandersetzen. Was macht die Nahrung? Ja, die steigt immer noch. Das heißt, einen Nachfolger, ein Erben können wir uns auf jeden Fall noch hier ins Boot holen, ohne dass wir untergehen.
Was ist bei dir? Du bist hungrig. Ja, dann geh doch was essen. So, ist doch alles gut. Wir sollten uns aber mal einen Schuster gönnen, denke ich. Ja, wir sollten uns so vieles gönnen anscheinend. Aber immerhin, die Brauerei wird schon fleißig weitergebaut. Ich habe gerade überlegt, woran die Bauarbeiter überhaupt noch bauen. Aber hier sehen wir es ja. So, noch einen Weizen und wir haben es. Das heißt, der andere könnte schon mal woanders weitermachen. Ach, so schlimm ist es schon mit Pilze sammeln. Ja, nett. Das heißt, jetzt könnten wir den Tempel bauen. Tatsache. Ich weiß noch nicht, ob ich das will. Also irgendwie so aus Neugier würde ich das gerne machen, auch einfach um diese Technik kennenzulernen, aber vielleicht werde ich es auch noch machen, ich weiß es nicht, aber jetzt halt noch nicht. So, die Brauerei ist fertig. Jetzt ist die Frage, wer kann Brauer werden? Ja, ich dachte es mir, du musst Bäcker gewesen sein. So, das heißt, wir brauchen einen Farmer. Das ist jetzt natürlich Käse, weil wir brauchen jetzt einerseits einen Farmer, einen neuen. Aber wie viel Weizen haben wir denn? Ich guck mal kurz, ich will nämlich nicht, dass die Kette unterbrochen wird. Jetzt würde ich mir einfach einen Bauarbeiter abstellen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich glaube, wir nehmen Snorri. Wir lassen ihn eben hier dran einmal rumhämmern. So, Gratulation, Snorri. Du darfst jetzt Farmer werden. So. Du darfst dann... Ah, geht nicht, weil da nur einer ist. Okay, dann fang du mal an. Du wirst jetzt Bierbrauer, und zwar hier. Dann wirst du... Bäcker, und zwar hier. Und du wirst Müller, und zwar hier. So. So, in der Brauerei wird ein würziges Bier gebraut. Nahrung, Schlaf, Unterhaltung und Religion. Ja, ich will das aber eigentlich für den Handel nehmen. Ich brauche aber sowieso noch mal einen Kundschafter, ne? Wer schnarcht denn hier so? Ich sehe jetzt gerade nicht die Schnarchnase hier. Ich vermute, dass das ein Bauarbeiter ist, aber ich weiß gerade nicht wer. Ich höre hier unten jemanden schnarchen. Ach da, der Lebenssammler pennt. So, Bauarbeiter hatte ich da auch mal ein, zwei, ne? Du bist immer noch Werkzeuge am Bauen, sehr schön. Schauen wir mal kurz, habe ich noch einen Bauarbeiter? Einen habe ich auf jeden Fall noch, glaube ich. Das glaubte ich zumindest. Jetzt gerade bin ich etwas irritiert. Ach Moment, das sind nur die Obdachlosen. Beziehungsweise die, die ein Haus haben. Bäcker, Schwertkämpfer, Jäger, Bogenschütze, Müller, Jäger, Bogenschütze, Farmer, Bauarbeiter, haben wir Sturler. Stimmt, wir haben nur einen Bauarbeiter aktuell. Das ist schlecht. Mehl haben wir doch ohne Ende, ja. Kann man machen. Was macht der Mampf? Okay, komm, ich glaube, wir können uns da noch wen ins Boot holen.